Walking down the shore, diving head first down to the ocean floor. Your dark brown eyes reflect fireflies, living bright nights, getting me high on life. It's a night to stay up late. Endlich wieder zusammen. Basti ist am Start, Marius ist am Start und was für ein Wetter. Neuschnee, Sonne und arschkalt hier in Ischgl. Besser hätten sie treffen können, oder? Ja, stimmt. Also zum Ende der Saison nochmal ein richtiges Schmankerl. Ja, heute vermutlich der letzte Skivlog und ich glaube, heute lassen wir es mal richtig krachen. Ja, immer. Basti, hast du auch Bock? Immer, Vollgas. Feuer, auf geht's, Jungs. Feuer. Hey Jungs, kennt ihr das Gefühl, wenn es morgens super hektisch ist, weil die Sonne rauskommt und es Neuschnee gegeben hat? Man ist super gestresst, super genervt und dann kommt man hier hoch und dann erlebt man das. Also, das alles waren wir, die ganzen Spuren. Das haben wir alles abgefahren. Und jetzt müssen wir ein paar härtere Register ziehen, weil, wie ihr seht, ist alles abgefahren. Deswegen sind wir jetzt gerade hier hochgelaufen mit unseren Skiern und fahren jetzt da vorne mal in den Horizont und genießen noch die letzten Abfahrten. Das ist einfach hier der absolute Wahnsinn, oder Basti? Sorge. Bisschen hinter der Luft. Boah, das ist schon schwer. Ist so ein geiler Saisonabschluss, also besser geht's nicht. Sehr, sehr cool. Nicht töten. Boah. So, also, unser Ziel ist da oben und dann haben wir eine richtig schöne Flanke für uns. Dafür müssen wir jetzt erstmal noch da vorne hinfahren, Skier abschnallen, Berg hochlaufen und dann haben wir die Abfahrt für uns. Ich freue mich drauf. Das ist wirklich jetzt nochmal ein Highlight am Ende der Saison. Aber auch hart erkämpft, ey. Ja, earn your turns. Sagt man nicht umsonst. So, haben es geschafft, sind hier oben am Gipfel angekommen. Check. Ach, nee, nee. Ja, jetzt genießt mal die Abfahrt. Auf geht's. Jetzt gehen wir erstmal ein Bier trinken, ey! Leute, lasst die mal reden, ey.
Das war katastrophal. Ich übernehme jetzt mal die Kamera und habt ihr die ganze Saison gesehen, dass die beiden immer übereinander gequatscht haben. Jetzt versuche ich mal ein bisschen aus eurer Perspektive zu berichten und schauen die beiden Vögel mal an, wie die sich jetzt hier so auf der Teier schlagen. So, Basti, guter Tag. Oh. Auch zum ersten Mal mit dem Kamera-Grip. Ich hoffe, die Aufnahmen haben gefallen. Ja. Ey, brutal. Einfach hier alles. Im Rucksack. Wollen wir mal gucken, ob das was ist. Ja, schauen wir jetzt erstmal, dass wir uns ein paar Kanonen holen, oder? Ja, erstmal schön hier mal auf die Taja, ne? Schon noch ein bisschen Abrissski, ne? Schadet nie. Drei, zwei, eins, los! Ja. Oh, Julian liegt weit vorne. Weit vorne. Aber er blutet! Beide bluten! In der Ruhe liegt die Kraft. Marius hat halt immer Ausreden, aber... Oh, lecker! Was für eine geile Saison! Stier! Prost! Aber Julians Bizeps ist ganz schön geschrumpft über die Saison. Das hätte mal sehen müssen, wo wir trainieren waren, bevor es mit der Saison losgeht. Aber schon Brechaller. Okay, ich weiß nicht, ob man nicht versteht. Aber ich muss einen weiteren Vergleich zwischen den beiden Jungs machen, der mir doch schon lange auffällt. Gestern Abend im Zimmer hat der Marius sich noch Shakes reingeballert, um ein bisschen Gewicht zuzunehmen. Hat nicht funktioniert. Noch ein Vergleich ist der Stand des Glases. Die Jungs sammeln ja immer, sie würden nichts trinken. Aber passt auf. Das ist so clever. Das ist so clever. Schon eine Katastrophe. Wherever it may take me. Ja, los, Mütze raus! Oh. Ah, jo! Servus! Ich hab da mal lang gebraucht. War ein schöner Tag. Schöner Tag. Da muss man auch mal genießen. Sekunde. Oh. War ein schöner Saisonabschluss, so eine krasse Maha-Saison. Hammermäßig. Aber hier unten geht's kaputt. Kann man auf jeden Fall so sagen, ja. Ja. Tschüss. So, das Video hier beenden im schönen Sonnenschein. Ja, können wir machen. Also ich bedanke mich jetzt erstmal an dieser Stelle hier bei meinen Jungs, bei Marius und beim Basti für die geile Saison und dass wir den Kanal so hochpushen konnten. Es war eine Mannschaftsleistung und keineswegs eine Einzelleistung. Also ja. Ja, vielen, vielen Dank, Jungs. Cool. Faust. Sehr gerne, haben wir gern gemacht. Spaß gemacht, ey. Voll gut. War eine schöne Saison. Ja. Ereignisreich. Wir haben uns natürlich auch bei dir zu bedanken für die krasse Arbeit des Vlogs. Leistung. Jeden Tag ein Video heute. Das ist schon der Wahnsinn. Bis wir an die Grenze gekommen sind, ja. Muss man natürlich sagen. Ja, ja, aber wenn man es nicht ausprobiert hat, dann weiß man auch nicht, wie es ist. Ne? Ja. Von da ab, fair enough. Und jetzt? Und ich würde sagen, so langsam stimmen wir uns auf den Urlaub ein. Ja. Und euch auch noch einen extrem schönen sonnigen Tag. Ja. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao, Leute.